herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. So, jo. Heute ist der letzte Tag zusammen, was eigentlich sehr schade ist. Ja. Wir haben uns sehr gut verstanden. Vorsicht. Hohes Gesicht? Okay. So besser, glaube ich. Nein, wir haben nur rumgeblödelt, nur Scheiße gelabert. Ja. Die fragen täglich meine Frau, wie sie damit klarkommt. Mit mir. Ich verstehe das immer noch nicht, echt. Die arme Frau. Aber die Frau ist ja nicht ganz anders, ne? Meine Frau war da im Fall gefilmt. Ja, im Schell hatte ich keinen Fall. Also ich habe noch keinen gesehen. Das ist unsichtbar, der wächst nicht nach außen. Nee. Ist abgebrochen. Ja, es ist einfach geil und schade, dass die schon wieder fahren. Ja. Es waren wirklich geniale Tage. Wir hatten wirklich viel Spaß. Wir haben viel gelacht. Ja. Viel gemeckert. Ja, mit unseren Kindern. Mit den Kindern. So. Oder mit den Frauen. Aber die, ob die nun hören oder China fällt in der Kreis um. Ja, das stimmt. Da konnten wir so viel meckern, wie wir wollten. Was haben wir heute wieder gemacht? Haben wir immer morgens gefrühstückt? Ich kam verspätet. Was auch sonst. Ich habe nämlich weggebracht. Ich habe die Lutsche um die Ecke gebracht. Nicht um die Ecke, im Kindergarten. Um die Ecke, das hört schon an wieder, ey. Junge, Junge. Ich glaube, das um die Ecke schneide ich raus. Nein. Kannst du mit den Tag. Die Outtakes dreimal. Ich weiß es. Nein, und dann war ich gerade hier, durfte meine Frau eigentlich schon fast wieder los die Lutsche abholen. Ja. Und ja, dann habe ich gedacht, ja komm, wir haben es gestern nicht geschafft, den Reitplatz durchzuziehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fangen jetzt an hinten, ich hole den Trecker, weil der Lutsche auch noch fahren wollte. Der ist total verrückt danach, echt. Der ist verrückt nach Trecker, also... Es ist eine schwere Aufgabe, den immer da runter zu kriegen. Weil er will nicht. Und dann habe ich dann noch so einen, der wird da mal geil bei. Und will dann noch mehr, hat Blut geleckt und ich weiß auch nicht. Verrat doch nicht zu viel, Mensch. Ach so, ja, scheiße. Das seht ihr jetzt selbst im Video. Bis gleich. Was macht der Rambo MJ? Trecker fahren, Trecker fahren, Trecker fahren. Da ist der Kölsche Papp schön am Grubbern vom Reitplatz. Der ist da richtig geil bei. Hat Bock auf mehr. Schalten ist kein Geheimnis, wie man gerade gehört hat. Guckt in sein Gesicht. Wie er sich freut. Da geht ihn einer bei ab. Hier macht er wieder den Reitplatz schön, weil es hat die letzten Tage ein bisschen geregnet, ein bisschen geschüttet. Und damit der Reitplatz vernünftige Bodenkonturen wieder hat, wird er schön durchgegrubbert. Nicht zu tief, aber auch nicht zu wenig, damit es genau alles absackt, der Matsch. Und nein, nicht der Matsch absackt, sondern die Feuchtigkeit absackt. Damit der Boden schön gelockert ist.
eigentlich schon ganz gut. Natürlich muss ich gleich noch ein bisschen Feinarbeit machen, aber das ist halb so wild. Im Hintergrund hört man seine Kinder, wenn man sie hört. Die auch schon alle auf dem Träger mitgefahren sind. Nee, ich kenne den Weg. Ich weiß, wie ich hier laufen muss. So, da ist er glücklich. Ihm ist einer abgegangen und viel Spaß. So, da war jetzt das Video. Und ihr habt gesehen, wie ich Trecker gefahren bin. Wie ihn einer dort drauf abgegangen ist. Wenn ihr aufs Gesicht geachtet habt, habt ihr gesehen. Alter, was macht der da? Irgendwie eine Hand war nie zu sehen, wer weiß, wo die war. Vielleicht brauchte er die Hand auch nicht, weil er so geil wurde auf dem Trecker. Ach, Junge. Ich werde definitiv noch eine Soundfile mit hinzufügen. Aber da kann ich leider noch nicht so viel verraten. Es wird Hammer. Ihr werdet lachen. Ihr werdet wirklich lachen. Es hat leider bei dem Video nicht geklappt, weil meine Liebe Frau, meine Gemahlin, meine Gattin, was auch immer, wie ihr das halten wollt, zu der Zeit nicht da war. Im Hintergrund hört ihr ein bisschen seine Frau wieder mal dazwischen reden, so wie immer. Wie immer, ihr kennt es ja nicht anders, ne? Die labert ja immer dazwischen. Wie im Streams. Einmal hört man den Hirschen kreischen, weil er wieder auf den Träger will, aber dann kann ich nicht filmen. Aber auf jeden Fall, bist du zufrieden mit mir, wie ich gearbeitet habe? Ich habe es schon mal schneller gesehen, aber fürs erste Mal war es okay. Danke. Jeder wächst an seinen Aufgaben. Danke. Er muss immer gefragt werden, ne? Er kann halt ein bisschen schneller fahren, aber er hat sich nicht getraut. Weil es nicht sein Trecker ist und er ist es nicht gewohnt. Richtig. Nee, und... Weil ich wollte auch den Zaun nicht kaputt machen und... Ja, weil der Reitplatz ist schon ein bisschen enger und... Ja. Ja. Man muss schon wissen, wie man da mit dem Trecker um die Kurven fahren muss, um nichts zu erwischen. Ja, danach habe ich dann nochmal eben schnell mit dem Lütschen Heu aufgefüllt. Ja. Da hatte er Spaß dabei. Der hatte Spaß. Ich konnte... Er ist oben auf dem Träger sitzen geblieben, in der Zeit, wo ich das Heunetz rausgeholt habe, ja. Dann alles vorbereitet habe und also. Dann haben wir natürlich den Ballen ins Heunetz gepackt, in der Zeit habe ich ihn vom Träger runtergeholt. Eigentlich wollte er da jedes Mal wieder rauf. Dann hat er uns ein bisschen beim Ballen geholfen, ja. Aber nicht viel. Hielt sich in Grenzen. Ja, so. Also versucht mitzuhelfen. Ne? Ja, er hat zwei, dreimal den Strick angefasst zum Zuknoten. Dann hat er sich gedacht, ich will wieder auf den Träger. Ja, so schnell war ich nur auch nicht. Ist halt ein alter Mann, tut mir leid. Was heißt hier alter Mann? Ja, du bist älter als ich. Ja, du standst ja nur die ganze Zeit rum. Ich musste ja alleine arbeiten. Die meiste Zeit. Du bist ja nur immer nur Träger. Träger fahren. Ich habe Beweise, dass ich geholfen habe. Aber muss ich erstmal ein bisschen bearbeiten dann. Ja, also das ist schon schrecklich mit ihm. Also ich fahre nicht nur einfach hier Urlaub machen, ich habe wirklich auch mit angepackt, wo wirklich Aufgaben waren, mit angepackt. Es hielt sich schon in Grenzen mit den Aufgaben. Da haben meine Frau und ich uns mal gedacht, in den letzten Tagen, komm, wir machen mal nicht so viel, weil sonst sind wir wirklich Workaholics, also... Bei mir ist so, ich komme von der Arbeit, dann geht's hin bei den Pferden bei oder. Also. Und dann haben wir wirklich bis 2 Uhr. Nee. Bis 1 Uhr, halb 2 war das, wo wir dann Feierabend gemacht haben mit dem Träger.
Eigentlich wollte ich noch mit dem, oder wollte ich noch mal, dass wir die Weide abschleppen, mit der Weidenschleppe, aber wie gesagt, ey, wir müssen auch mal wieder vorne. Ja. Ja. Dann haben wir einen Ruhekaffee getrunken, noch mal ein bisschen weiter geklönt, noch mal den nächsten Urlaub besprochen, geplant. Genau. Weil im Herbst wollen die schon wiederkommen. Das wird schön, denke ich, hoffe ich. Ja, natürlich machen wir das Video jetzt ein bisschen eher, also vorm Abendbrot, weil die ja nachher wieder nach Hause fahren müssen, dann wird das alles zwischen Tür und Angel zu knapp. Ja, wär auch zu stressig. Richtig, ja. Alleine wegen den Kindern, die sind jetzt gerade drüben bei meinem Schwiegervater, weil die ihre Helme gestern vom Reiten vergessen haben. Können und so. Mit dem Hund spielen. Können auch mit dem großen Hund spielen und wir machen mal ihnen hier schnell die Aufnahme. Ja, nachher gibt es natürlich Reste von gestern, weil meine Frau natürlich 50.000 Pfannkuchen gefüllt gemacht hat. Dann erstmal wieder nur zwei Stück und dann so, wie das halt. Ja. Aber mal sehen, wie viel wir davon essen. Dann sind ja nur die normalen. Ich glaube, zwei herzhafte sind dann noch. Ich glaube, eine mit Salami, Käse und dann einer nur mit Käse. Ja. Aber wir werden ja nachher sehen. Also, und dann nach dem Essen fahren die auch schon fast los. Dann ist der Berufsverkehr so weit durch. Weil Berufsverkehr A1 weiß eigentlich fast jeder, der selbst mal die A1 gefahren ist oder jetzt im Moment viel Autobahn fährt, A1, A7, scheißegal welche Strecke, brauchst du gar nicht versuchen. Ja. Viele haben auch die Ferien verlängert und fahren jetzt auch erst wirklich zurück oder man weiß nicht, was heute Abend noch los ist. Aber so einmal wirklich die ganze Woche, die es jetzt war, Revue passieren zu lassen, im Großen und Ganzen war es schön. Ja. Natürlich stressig für uns, keine Frage, weil es war aber alles bei uns zu Hause. Natürlich haben die in der Ferienwohnung geschlafen, aber trotzdem. Essen und alles war ja hier. Wir hatten natürlich ein bisschen mehr Stress, aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber wir hatten den Spaß. Der Spaß war wirklich im Vordergrund. Der Spaß war da, es war alles gegeben. Also es war keine Minute, wo man nicht aus dem Lachen rauskam. Nee, wir haben eigentlich durchgehend gelacht, viel gelacht. Bisschen gemeckert. Ja, meckern musste jeder mal. Wir haben uns gegenseitig auf die Schippe genommen und... Ja. Also man hört es ja raus, wir haben uns super verstanden und ich freue mich schon auf den Herbst. Wenn wir wieder herzlich eingeladen werden, oder aufgenommen werden wieder. Eingeladen seid ihr ja schon. Aufgenommen kann ich jetzt noch nicht zu sagen, ob ihr herzlich aufgenommen werdet. Ich weiß noch nicht, was ich für eine Laune an dem Tag habe, wo ihr kommt. Ja, die Scheiße, dann kriegst du hier einen Snickers. Ja. Ach so, ich habe einen Snickers mitgebracht. Und das nicht nur eins. Erstmal so eine kleine Tüte. Die habe ich jetzt nicht hier, so ein Scheiß. Weil die schon, glaube ich, schon leer ist. Das haben wir mal vergessen, ne? Und 5 Riegel noch. Also, alles für die Figur. Wenn ich sage, ich bringe was mit, dann bringe ich auch was mit. Also da bin ich echt. Also, wir hatten wirklich viel Spaß. Natürlich warte ich noch auf einen Anruf vom Kumpel von mir. Weil seine Kinder kennen keine Beinpressen. Oder haben es noch nie so gesehen, wie in echt Bein gepresst werden. Alles andere haben wir ja schon gesehen bei uns selber. Aber vielleicht haben wir im Herbst nochmal Glück, dass da irgendwas an Erntetechnik oder sonst irgendwas ist, wenn die im Herbst kommen. Aber Mitte Oktober ist eigentlich schon eigentlich Großteil alles ab. Aber vielleicht haben wir Glück, dass irgendwo noch gehäckselt wird oder. Ja. Da werde ich dann mal meine Kontakte spielen lassen, die ich durch die Arbeit habe und sowas. Und dann vielleicht haben wir dann ein bisschen Glück, da irgendwo Einblick zu kriegen. Aber ich vermute mal, vielleicht kriege ich es auch hin, dass wir eine Biogasanlage besichtigen. Aber wenn wir eine Biogasanlage besichtigen, nehme ich definitiv die Kamera mit. Ja, muss das sein. Und dann, dass sie sowas mal sehen. Ja, so gibt es bei uns ja auch. Aber ihr wart noch nie drin. Nee. Im Motorraum und allen drum und dran, also. Also ich war echt froh, dass der Matze mir, also uns vieles gezeigt hat. Und auch nochmal alles nochmal erklärt hat. Und ja, da war ich sehr froh drüber. Weil wir sind ja sozusagen Stadtkinder. Aber meine Frau und ich sind Hinterwäldler, haben die gesagt. Habe ich nicht gesagt? Hat deine Frau gesagt, wir sind Hinterwäldler.
Ja, aber es war einfach mal wirklich. Ich stehe halt auf Hupen. Es war wirklich eine tolle 5 Tage. Es waren super 5 Tage. Es war Stress, Spaß, alles in allem. Stellenweise hat das Wetter nicht so mitgemacht und haben unsere Leider. Tagesplanung nicht so gepasst. Und da die Lütschen mittags definitiv schlafen mussten, konnten wir erst ab Nachmittag was machen. Und da meine Tochter so ein bisschen mehr von mir hat, wegen Schlafen, schläft die halt auch ein bisschen länger. War aber kein Problem. Nö, aber wir haben so die Tage auch schön Ja. genossen. Ja. War wirklich toll. Wir sollten nachher Mal abwarten, wie die Kids so reagieren, wenn die auf einmal weg sind und nächsten Tag nicht wieder da sind. Das ist es, ja. Aber gucken, wie es für uns Großen wird. Ich vermisse den jetzt schon. Nein, Chef, alleine doch. Ich werde ihn schon vermissen. Wir haben auch schon rumgesponnen, aber hört euch dazu. wir müssen spinnen. Sonst wäre ich nicht ich, wenn ich nicht Richtig. rumspinne. Tessa, sonst wird er eine Diva. Der, muss ich mir das gefallen lassen? Ich glaube nicht. So, jetzt Nein. hat man die ganze Tage hier und ja. Es war immer schön. Ja. War echt top. Und es wird nie anders sein bei mir. Also, Bei mir nicht. ich bin so, wie ich bin. Ich verändere mich nicht. Ihr wisst es Wieso? von den Streams her. Also, Ja. ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich achte immer auf die Jugend. Aber, ja, ich achte auf euch. Genau. Auf euch. Ja, Ja, du bist jünger. die paar Jahre da. Ja. Ja. Er ist jünger, kleiner. Ihr merkt, wir hatten echt toll Spaß gehabt, ja, echt. Einen Tag später kommen die Outtakes. Ich hoffe, euch gefällt. Wenn euch die Videos gefallen hat, Lasst schreibt. den Daumen da. Lasst den Daumen da, schreibt Kommentare. Ja. Lasst Feedback da, das. Das Feedback ist für uns eigentlich verdammt viel, weil wir zeigen uns hier wirklich das erste Mal. Ja. Und Also, ich ja nicht so ganz. ja. Manche von euch, ihr kennt mich ja schon von den Bildern von Instagram. Ja, von Und Instagram kennen mich ja auch einige. Und Farmcom haben sie dich einige gesehen vielleicht. ja. Aber Aber so. so jetzt zusammen. Und so scheiße labernd. Das tun wir auch im Stream. Ja, aber nicht zusammen. Doch, schon. Wenn wir zusammen. Ja, Ihr wisst, ihr merkt es, erst wieder durcheinander. das kommt öfters vor, dass ich durcheinander bin. Wenn euch das alles gefallen hat, lasst gerne Feedback da. Lasst ein Abo da, ob nun bei mir oder beim Kölsche Pub oder bei beiden. Ja. Müsst ihr selbst entscheiden, wir zwingen euch da nicht zu. Es ist für Alles euch freiwillig. freiwillige Entscheidung. Entweder habt ihr Bock auf uns oder nicht. Oder das ist da. Wir zwingen keinen dazu, hier zu sein. Wenn ihr uns aber abonniert, vergesst die Glocke nicht. Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Wir streamen zwar nicht allzu oft, aber wenn wir streamen, wird es meistens lustig. Genau. Also, Bis bis zu den Outtakes und dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao! dann, ciao.